Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Jedi Survivor. Wir sind hier beim letzten Mal im Basaltgraben stehen geblieben und konnten in der letzten Folge das Tor zum Wald öffnen und durchqueren. Und nun, wenn wir uns mal auf den Weg zur Waldanlage machen, die sollen wir ja erreichen. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte, wie weit das noch ist. Oh je, 446 Meter nach rechts hier hinten. Okay, dann haben wir wohl noch ein Stückchen vor uns. Und da vorne haben wir wohl ein paar Sturmtruppler. Dann schauen wir uns die mal an. Die Raiders mögen die Imperialen auch nicht. Ja, und jetzt halt die Klappe. Ich werde nicht als einziger kämpfen. Wir haben nicht nur Sturmtruppler, wir haben auch gleich noch ein paar B1-Droiden. Verlieren wir mal den B1-Droiden. Hier sind wir mal nett und helfen dem hier mal. Oh, wir haben einen Scout-Truppler mit Schild. Das ist ja was Neues. Ich hoffe, das ist gleich erledigt und der hier auch. Sehr schön, das hat er gut geklappt. Und BD kann den scannen. Machen wir das mal. Neuer Eintrag für den taktischen Leitfaden. Schildtruppler. Wenn du ihre Schlagstockangriffe parierst, sind sie angreifbar. Ihre Schilde können mit Machtmagnet weggezogen werden. Schildtruppler werden überall eingesetzt, wo das Imperium Aufstände niederschlagen muss. Sie sind mit Schlagstöcken und schweren Schilden ausgestattet und nur wenige Aufständische können ihre Verteidigung durchdringen oder ihren brutalen Schlägen standhalten. Dann haben wir ja Glück gehabt. Wo sie das ein Schlichtschwert haben. Staunig ja, dass sich die Bedlam Raider hier auch rumtreiben. BD kann schon wieder etwas scannen. Na gut, machen wir das mal. Sie müssen diese Landekapsel von dem Lucar-Hulk abgeschossen haben. Neuer Datenbankeintrag, Revierkämpfe. Eine Transportkapsel von einem Kampfschiff der Lucar-Hulk-Klasse, die während der Klonkriege Kampfdruiden und andere Separatisten-Streitkräfte auf das Schlachtfeld beförderte. Zielkoordinaten gewährleisten in der Regel eine sichere Landung, aber diese Kapsel wurde nach einem Override ungeziert irgendwo in den Basaltgraben gestartet. Aha, die Bedlam Raider suchen zwar irgendwas, wissen aber scheinbar nicht genau wo. Okay, na das war ja interessant. Auch mit dem hier, mit dem Schild. Da drüben können wir wohl unser Kletterseil benutzen. Und hier vor uns haben wir wohl ein Kletterseil, nein, eine Seilrutsche. Gucken wir mal ganz kurz. Da können wir uns dann wohl eine Abkürzung freischalten. Schauen wir mal ganz kurz. Hier ist nicht viel zu erkennen. Gut, das ist uns noch gesperrt. Und da drüben ist uns auch noch was gesperrt. Nun gut, wir werden uns hier ganz in Ruhe umschauen. Und ich denke, für uns geht es erst einmal hier weiter. Nehmen wir gleich mal das Kletterseil. Die wilden Tiere hier sind ziemlich verärgert. Gut, wenn sie genervt sind, kann man sie leicht erfüllen. Ich habe das Gefühl, sie töten hier draußen das meiste. Daran, dass sich Truppler wie du ablenken lassen. Konzentrier dich! Lass uns diese Eimerköpfe überraschen. Okay, dann werden wir diese Eimerköpfe mal überraschen gehen. Gucken wir mal. Ja, wir können die hier gleich von oben angreifen. So, der erste ist ausgeschaltet. Der Star-Truppler hier auch. Und jetzt probieren wir das mal mit dem Machtzug. Hat geklappt. Ja, allerdings. Das ist nicht nett gewesen. Versuchen wir das nochmal. Jetzt können wir wohl finishen. Oh, der sah eben interessant aus. So, und wir haben hier wohl ein Machtecho, das wir uns anschauen können. Machen wir das. Hier wurden Generationen von jungen Rockers aufgezogen. Und dann kam das Imperium, hat alles erschossen und zertrampelt, was im Weg stand. Neuer Datenbankeintrag, gleiche Geschichte, anderer Planet. Rorka sind aggressive, kriegerische Kreaturen, vor allem bei der Verteidigung ihrer Nester. Diese Waldvariante brütet ihre Eier ein Dutzend Kobo-Mondzyklen lang aus und jedes Mitglied verteidigt das Gelege wie sein eigenes. Diese Eiergeneration hat die unwirtlichen Bedingungen des Planeten allerdings nicht überlebt. Was heißt hier die Bedingungen des Planeten? Kell meinte doch gerade, dass es wohl die Imperialen waren, die Eier zerstört hatten. Oh, ich glaube, hier vorne liegt auch ein Rorka. Das ist auf jeden Fall ein Teil von ihm. Kleiner, wie jetzt aussieht. Oh, wir haben einen Sturmtruppler gehabt. Das war nicht seine beste Entscheidung. Wo kam der denn jetzt hier? Hier war doch ja keiner zu sehen. Merkwürdig. Und da liegen wohl zwei weitere Rocker. Okay, gut. Die Hühnchen, die wir beim letzten Mal schon hatten. Die sind den Imperialen zum Opfer gefallen. Naja, so ist es halt, wenn die Imperialen auftauchen. Schauen wir uns hier mal weiter um. Mal gucken, ob BD hier noch irgendwas scannen kann. Scheinbar nicht. Dann geht's für uns wohl hier lang.
Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Mal gucken, ob uns gleich wieder irgendwas anspringt. Da ist er schon wieder! Was? Ich sehe ja gar nichts. Ich schwöre, ich habe was vorbeifliegen sehen. Du hast Erscheinungen. Wir haben zwei Sturmtruppler und da ist eine Drohne vorbeigeflogen. So versuchen wir dem mal beizukommen hier. Erstmal den Scout-Truppler hier rechts. Den wollen wir ausschalten. Und dann den anderen. Den machen wir Macht zu. Und Ali in dem Kerl. Das geht ganz gut. Ah, da verliert er irgendwie seine Haltung. Und kann nicht mehr blocken. Ist ja sehr nett hier, muss ich mal sagen. Sehr hübsch gemacht. So, und da vorne können wir wohl weiter. Und rechts haben wir wohl eine Seilrutsche. Aktivieren wir die mal. Sehr schön. Wir haben uns eine Abkürzung freigeschaltet. Schauen wir mal ganz kurz, wo die hinführt. Nach oben. Okay, dahin, zu dem Meditationspunkt, wo wir gerade gestartet sind. Ah ja, wir haben hier einen U-Turn gemacht. Okay, und wir müssen wohl da runter. Alles klar. Also hier links über diesen Ast. Na dann, rauf da. Und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Da unten sind schon wieder Sturmtruppler. Und wir haben eine Rutschpartie und dürfen hier abspringen. Das ist ein Graben, das ist nicht so nett. Ui, und wir haben wieder einen Gallenschlund. Also nehmen wir erstmal den Sturmtruppler hier und weichen den hier mal aus. Mit dem hatten wir ja letztes Mal schon das Vergnügen. Jetzt schießt er hier seine, weiß ich nicht, seine Gallenflüssigkeit, würde ich mal sagen. Greift er uns auch mal an? Wahrscheinlich nicht so richtig. Doch, wieder. Versuchen wir, die Kamera auszuschalten. Jetzt hat er sich zur Seite gerollt. Jetzt sah ja interessant aus. Wenn man kurz beiseite, das muss ja nicht sein. Dass er uns trifft, muss nicht sein. So, jetzt hat er uns vorbeigesprungen. Jetzt macht er auch einen starken Angriff. Versuchen wir die Machtfähigkeit. Das hat ja ein Zug funktioniert und der Kerl ist erledigt. Sehr schön. Das war ja recht unkompliziert. Und BD kann hier drüben etwas scannen. Was haben wir hier? Zwei tote Sturmtruppler oder Scout-Truppler. Ich höre dich, BD. Mal sehen. Neuer Datenbankeintrag. Rache des Gallschlunds. Gallenschlunde sind berüchtigt für ihre schlechte Laune und zertrampeln, zermalmen oder pulverisieren alles, was ihren Amokläufen im Weg steht. Selbst ausgebildete, imperiale Kampfsoldaten haben kaum eine Chance gegen einen Gallenschlund, der seinen Bau verteidigt. Ja, das haben wir schon gemerkt. Das ging nicht so gut hier mit denen. Ja, die sind doch ein bisschen herausfordernder. Nicht schwer sollte man schon mitbringen. Oh, wir haben hier eine Truhe. Großartig. Und BD kann die für uns hacken. Na, dann soll er mal seine Arbeit machen. Und wir haben eine Hose für Kell gefunden. Jäger. Sehr nett. Aber den schauen wir uns jetzt nicht an. Wir suchen uns mal einen Weg hier durch den Basaltgraben. Ich denke, da drüben geht's weiter. Die Brücke ist verdächtig. Schauen wir mal. Wir können hier irgendwas ranziehen mit Machtmagnet oder einfach mit Machtzug. Und da drüben war eben gerade noch was zu sehen. Ja, dann springen wir erstmal hier rauf. Ich würde aber sagen, wir werfen auch mal einen Blick auf die Karte ganz kurz. Nicht, dass wir hier irgendeinen Weg übersehen, das wäre schade. Nee, wir können wohl hier bloß über diesen Steinblock und dann nach links, so wie das aussieht. Also müssen wir uns da wo wieder was rausziehen. Und wenn darüber springen, dann machen wir das mal. Nehmen wir mal den innenliegenden Weg. Dürfte ein bisschen besser gehen. Und da ist wohl der nächste Block, den wir uns rausziehen können. Sehr schön. Der geht wieder rein. Das ist ja weniger schön. Okay, dann muss man sich wohl ein bisschen beeilen. Ziehen wir die nochmal raus und springen mal ran. Und dann geht's für uns da drüben wohl weiter. Dann müssen wir wohl einen Wandlauf machen. Und dann sind die hoffentlich Ranken, wo wir uns festhalten können. Ja, sehr schön. Ja, die sind nicht ganz so klar erkennbar wie im ersten Teil. Selbst bevor sie beschädigt wurde, wäre sie hier nie im Leben angekommen. Zu Crees Zeiten musste man sich natürlich nicht mit dem Imperium rumschlagen. Ich würde viel für einen Blick in diese Galaxis geben. Das wäre wirklich interessant. Mal sehen, ob wir noch weitere Rückblicke erhalten. Und sie wäre hier wirklich nicht lang gekommen. Sie sollte sich ja unterirdisch bewegen. Hier ist nicht mehr viel mit unterirdisch. Für uns jetzt hoch erstmal nur nach oben. Mal mal wo wir hinkommen. Ah, wir haben wieder Bocklinge. Gucken wir mal, ob sie uns irgendwas zeigen wollen. Ja, der eine hüpft da hinten lang. Oh, wir haben jemanden entdeckt. Da sitzt eine Twi'lek. Ich glaube, die ist keine Gefahr. Ich denke, mit der können wir reden. Schauen wir mal. Nur die Ruhe. Ich will keinen Ärger. Ich möchte auch keinen Ärger machen. Und wir haben hier eine gewisse Toa. Reden wir mal mit ihr. Nur die Ruhe. Ich bin ein Freund. Ach, Mutter aller Monde. Da bin ich ja beruhigt. Ich tauge im Kampf nämlich nicht viel. Ich bin hier, um mir diese unglaubliche Struktur aus der Zeit der Hohen Republik anzusehen. Hätte nicht gedacht, dass ich mit meinem Feldtagebuch wilde Tiere abwehren muss.
Ich rede einfach drauf los. Entschuldige das bitte. Ist eine schlechte Gewohnheit von mir. Ich bin übrigens Thor. Ich bin Cal. Das ist BD-1. Das Imperium wird nicht begeistert sein, wenn es dich hier draußen findet. Warum gehst du nicht zur Reach zurück? Ich denke, das werde ich tun. Wir haben wohl eine junge Feldforscherin hier entdeckt. Und ein Gerücht. Erkunde die Kammer der Hohen Republik, hieß es hier gerade. Und wir können mit Thor weiterreden. Machen wir das, bevor wir mal auf die Karte schauen, wo wir hin müssten. Konntest du dir diese Struktur genau ansehen? Gerade genug, um zu sehen, dass es keinen Eingang gibt. Aber wir haben Glück. Sie sieht intakt aus. Wenn ich recht habe, ist sie seit Jahrhunderten hier. Vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Sie ist gleich da vorne. Danke für den Tipp. Das ist dann wohl eine andere Jedi-Struktur als die Waldanlage, zu der wir sollen. Das ist ja sehr interessant. Reden wir mit Thor mal weiter. Wo bekommt man in der Reach am besten etwas zu trinken? Ich habe gehört, an Pailun Saloon führt kein Weg vorbei. Das hatte ich befürchtet. Eines Tages eröffnet hoffentlich jemand eine andere Kantina. Na, vielleicht ist Grease Kantina doch nicht die schlechteste Alternative. Naja, egal, wir schauen mal auf die Karte, wo dieses Gerücht zu finden ist. Ah, hier. Okay, wo ist jetzt unser Hauptziel? In die Richtung wohl irgendwo? Nee, ganz schlecht zu erkennen. Nee, wir müssen in die Richtung für das Hauptziel. Oh, das sieht ja sehr interessant aus, was man hier schon erkennen kann. Okay. Ah, wir sind noch immer 473 Meter davon entfernt. Und das Gerücht liegt wohl auf dem Weg dahin. Na, dann sollten wir uns das vielleicht vorher anschauen gehen. Na gut. Na, dann setzen wir mal unseren Weg fort. Aber ich denke, wir sollten uns hier im Lager von Thor mal umschauen. Da steht auch wieder ein Bockling. Ist ja hübsch. Können wir mit dem was machen? Ja, mit dem können wir interagieren. Mal gucken. Ich beiße nicht. Versprochen. Die sind wirklich putzig und sehr zutraulich auf jeden Fall. Ich staune, wie schnell die sich in den 5 Jahren vermehrt haben. Und ich glaube nicht, dass Cal, ja, direkt vor 5 Jahren sich von Grease getrennt hatte. Das heißt, die müssen sich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit hier auf Kobo ausgebreitet haben. Gut, schauen wir uns hier mal im Lager von Thor um, ob die hier vielleicht was scannen kann. Sah fast so aus, als würde er das gerne tun, hat wohl nichts gefunden. Wir scheinen hier so etwas ähnliches wie eine Shisha zu haben. Ein paar Früchte. Rechts sieht aus wie eine Flasche. Okay, ein bisschen Minenausrüstung, ein bisschen Forschungsausrüstung. Ja, sie scheint eine junge Feldforscherin zu sein. Ich denke, wir werden sie in der Reach bzw. im Außenposten dann sicherlich wieder treffen. Nun ja, wir setzen mal unseren Weg fort. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Ah, da vorne können wir etwas machen. Und für uns geht es dann wohl links erst einmal weiter, wenn ich das richtig sehe. Ah ja, ich denke, wir haben da wieder eine Säule, die wir umwerfen können. Also gucken wir mal, das müsste das hier vorne sein. So wie am Anfang, naja, eher am Ende der letzten Folge, als wir uns da den Einweg über die Schlucht geöffnet haben. Ja, sehr schön, dann kommen wir erstmal zum Meditationspunkt zurück. Uns fehlt zwar nicht viel, aber dennoch würde ich sagen, machen wir das ganz kurz, dass wir zum Meditationspunkt zurückgehen. Uns hetzt ja keiner. Dann haben wir auch hier gespeichert, das ist glaube ich gar nicht verkehrt. So, meditieren wir kurz. Und dann ruhen wir uns natürlich auch ganz kurz aus. Sehr schön. Und dann können wir mal unsere Reise fortsetzen. Bleiben wir in Bewegung. Genau, und da drüben geht's wohl irgendwie weiter. Ach, die sind ja auch wieder da. Ist ja wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Och, da würde ich sagen, dann mischen wir uns noch mal ganz kurz ein. Aber da würde ich sagen, kümmern wir mal uns um die hier zuerst. Vielleicht macht es ja ein bisschen mehr Spaß, die erstmal auszuschalten. So. Auch hier werden getroffen. Ne, schießen die alle mit dem Laser. Das ist nicht so nett. Und der B1 steht noch. Naja. Ganz schön viel eingesteckt jetzt hier gerade. Nun gut, wir haben ein paar Pünktchen gemacht. Für unsere Fähigkeiten. So, denn jetzt für uns wo da drüben weiter. Ach ne, das ist ja sehr bequem, dass irgendjemand hier so eine Art Holzstufen gebaut hat. Naja, sehr seltsam. Gut, da denken wir mal nicht drüber nach. So, für uns jetzt wo jetzt hier entlang. Ah ja, jetzt kommen wir auch an diese Jedi-Struktur, die wir am Ende der letzten Folge gesehen haben. Das scheint nur ein einfacher Torbogen zu sein. Das ist ja sehr interessant. Nun ja, schauen wir mal weiter. Da vorne sind auf jeden Fall ein paar Sturmtruppler und links ist auch was. Aua. Das hat bestimmt wie getan. Hast du gesehen, worauf sie geschossen haben? Einen Spionagedroiden? Irgendjemand interessiert sich für diese Gegend. Vielleicht sind es die Raiders?
Sehr wahrscheinlich sind das die Raiders. Wer soll das sonst sein? Wer treibt sich ja sonst noch rum? Außer dem Imperium. Und wir. Ja, die Bienen haben davon ordentlich auf die Mütze gekriegt. Okay, hier haben wir wohl ein paar Ranken, wo wir hochklettern können. Und da unten waren Sturmtruppler. Okay, wir haben wohl zwei Wege. Haltet die Augen offen. Der Jedi wurde in der Nähe gesehen. Sag das nicht. Ich bin nicht kampfbereit. Dann mach dich bereit. Okay, die sind nicht kampfbereit. Das ist natürlich schlecht für sie. Wir schauen mal ganz kurz. Wir müssen wohl da runter. Da ist auf jeden Fall auch das Gerücht. Dann würde ich jetzt den Weg da runter bevorzugen und erstmal nicht nach oben gehen. Alles klar. Gut, mal gucken, was haben wir denn da unten? Einfache Sturmtruppler, so wie es aussieht, und ein mit dem Schild. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns den mal mit dem Schild vor. Na gut, okay. Den ziehen wir uns mal ran. Wir haben noch einen Commander. Ich würde sagen, wir verlangsamen mal ein bisschen die Zeit. Der könnte ein bisschen helfen. So, der ist ausgeschaltet. Den stoßen wir mal weg, wenn er geht. Ja, sehr schön. Und wir nehmen hier den Commander. Wenn er uns nicht erledigt, heißt es. Nee, sollte nicht passieren. Der ist ein bisschen dicht an der Kante. Ach, der ist ja nicht erledigt. Ist ja weniger schön. Ja, schon noch ein paar Mal öfter. Hier nehmen wir kurz einen Stim. Was will das Imperium mit einem abgelegenen Planeten wie Kobor? Ja, ist eine gute Frage, was die hier wollen. Hier können wir irgendwas machen auf der linken Seite, womit er macht. Aha. Macht Schub. Hat jetzt mal eingesetzt. Aha. Gucken wir mal ganz kurz. Ah, wir haben uns hier wohl eine Brücke oder sowas ähnliches. Also diese Holzstämme da hier öffnen. Dann könnten wir auch so darüber. Gibt also zwei Wege hier runter. Na, oh, gut. Und hier kann man wieder hochklettern. Gibt ja ganz viele verschiedene Wege. Das finde ich sehr angenehm, dass es nicht nur einen jeweils gibt. So, gucken wir uns hier mal kurz um. Ich habe gesehen, da hinten ist auf jeden Fall eine Truhe. Und BD kann die hacken. Na, dann lassen wir ihn mal arbeiten. Mach dein Ding, Kumpel. Genau. So wird's gemacht. Und wir haben eine neue Frisur für Kell gefunden. Bürstenschnitt. Dafür sollten wir uns die noch anschauen. Aber erstmal hat BD noch was zum Scannen gefunden. Schauen wir mal, was er da hat. Neuer Datenbankeintrag. Der kurze Strohhalm. Imperiale Vorräte für Staffel 013. Die Lieferung war von Anfang an dürftig. Die Rationen waren bereits aufgebraucht. Diese Truppler waren schlecht organisiert, frustriert und verzweifelt. Oje, wenn die schlecht motiviert waren und wir so viel Schaden genommen haben, ist das ja nicht gut. Na ja, schauen wir mal. Wir müssen wohl da runter. Gucken wir mal. Oha, da ist wieder ein Gallenschlund. Und da haben wir Säulen, die wir wohl zerstören können. Nun gut. Dann nehmen wir mal da runter. Ist, glaube ich, nicht zu hoch. Springen wir mal runter und gucken uns den mal an. Der scheint zu schlafen, wenn ich das richtig sehe. Sehr hübsch. Sehr putzig. Sieht aus wie ein dicker Hamster irgendwie. Nun gut. So, gucken wir uns mal ganz kurz um. Ah, hier können wir scheinbar auch noch irgendwas machen. Oder geht's noch irgendwo hin? Nur dann gucken wir da erstmal hier. Da hinten ist was zu sehen. Da hinten leuchtet ein Licht und wir haben irgendwas im Dunkeln. Ich glaube, wir haben zwei Raffgas, wenn ich das richtig sehe. Ja, ganz eindeutig. Und die greifen uns jetzt hier an. Das, okay, das war jetzt der Machtschub. Der kam zu langsam. Nicht nett hier. Und noch einer von der Sorte. So, erledigt. Der hat aber ordentlich einen Schaden gemacht. Die haben mir nicht gerade einen Stim genommen. Stim, bitte. Meine Güte. Ich habe dafür einen kleinen dort zum Meditationspunkt. So, da vorne haben wir eine Truhe hier in der beleuchteten Ecke. Das ist gut. Und BD kann die hacken. Zeig mal, was du kannst, BD. Wir haben einen Knauf gefunden für unser Lichtschwert. Sorgsamkeit. Sehr schön. Gut, und für uns geht's wohl erstmal hier rum. Gucken wir mal, wo das hinführt. Dann sollten wir nochmal ganz kurz zum Meditationspunkt zurück. Oh, wir haben wieder einen von diesen Druiden. Versuchen wir den mal zu erledigen. Ha, das hat geklappt. Sehr schön. Und BD kann den scannen. Das war uns ja nicht gelungen. Vor dem Waldtor. Taktischer Leitfaden aktualisiert. Schrottsammler-Druide. Schreckhaft. Läuft bei der geringsten Bedrohung davon. Widersteht allem, außer körperlichen Angriffen, indem er versucht, sich einzugraben und zu entkommen. Diese furchtsamen, gierigen Druiden sind überall dort ein vertrauter Anblick, wo sich zurückgelassenes Material bergen lässt. Ursprünglich sollten sie vermutlich ihren Besitzern wertvollen Schrott bringen, aber jetzt horten sie selbstständig alle Wertgegenstände, die sie mit ihren schmutzigen, mechanischen Händen finden. Sehr nett. Und wir können hier noch interagieren. Ah ja, da liegt ein Prioritklumpen, so wie es aussieht. Noch ein Klumpen.
Genau, und wir haben 11 davon nun. Ja, können wir dann gegen eine Frisur oder so eintauschen bei Doma. So, schauen wir uns mal weiter um. Hier haben wir nur einen Graben. Da geht scheinbar nirgendwo hin. Und da kommen wir wohl zu dem Gallenschlund. Ja, jetzt haben wir bloß noch einen Stim. Daher würde ich sagen, wir versuchen nochmal nach oben zu kommen. Oh, das scheint nicht zu gehen. Probieren wir mal hier vorne. Doch, das geht. Dann gehen wir nochmal ganz kurz zum Meditationspunkt zurück. So viel Zeit muss sein. Und dann werden wir uns nochmal mit den Sturmtrupplern hier auseinandersetzen. Tun wir noch ein bisschen was für unsere Fähigkeitenpunkte. Und das ist, glaube ich, ganz gut gewesen, dass wir uns hier das geöffnet haben, diesen Weg quasi. Sehr schön. Ist ja nicht weit zurück. Das nehmen wir kurz mit. Uns hackt es ja keiner. Und vielleicht entdecken wir auf die Art und Weise noch irgendwas, was BD scannen kann. So muss einen anderen Weg laufen vielleicht. Vielleicht kann da irgendwo noch eine Blume oder eine Pflanze scannen. Auf jeden Fall eine großartige Umgebung hier. Der Basaltgraben. So, wir sind am Meditationspunkt zurück. Ich muss mich konzentrieren. Wir sind am Meditationspunkt zurück und wir ruhen uns mal ganz kurz aus. Fähigkeitenpunkt haben wir noch nicht, da fehlt uns nur ganz wenig. Alles klar, gehen wir. Genau, wir gehen mal, Cal. So, na dann wieder zurück und dann beschäftigen wir uns jetzt mit den Sturmtrupplern da unten nochmal. Das machen wir diesmal anders, beziehungsweise besser als eben. Das war nicht so schön. Hat auch irgendwie nicht den angegriffen, gleich am Anfang, als wir uns von oben haben fallen lassen, den ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich den Commander anvisieren. Mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Das wird der Versuch. Versuchen wir das jetzt. Jetzt sieht es besser aus. Sehr schön, gleich der Commander erledigt. Und wir versuchen, die anderen hier zu erwischen. So. Der mit dem Schild schon mal erledigt. Der einfache Stunt-Trupp erledigt. Das sieht doch viel besser aus. Und der soll nochmal schießen. Na, das war da schon viel besser. Sehr schön. So, jetzt können wir uns mal den Gallenschlund anschauen gehen, der da unten liegt. Ich denke, da kommen wir auch irgendwie weiter. Oh, wir können hier irgendwas untersuchen. Na, dann machen wir das mal. Die Anlage müsste gleich dort hinten sein. Glaubst du, diese Kreatur hat einen festen Schlaf? Ich weiß nicht. Das klang nicht so, als hätte BD das bestätigt. Hier scheint es nicht mehr weit zu haben. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Sonst hätten wir das wohl nicht gesehen, beziehungsweise diese Untersuche nicht nochmal gehabt. Wir haben wohl da drüben wieder zwei Basaltblöcke in der Wand stecken, so wie eben bei der Schlucht und für uns geht's dann da oben weiter. Aber wir scheinen nicht zu dem Jurich zu kommen, wenn ich das richtig sehe. Na, das ist ja sehr seltsam. Nee, das scheint irgendwo da oben zu sein. Das ist jetzt aber unschön. Eigentlich wollte ich doch dahin. Das scheint oben, ja, wo scheint denn das zu sein? Das ist eine gute Frage. Na gut, wir werden schon einen Weg finden. Jedenfalls müssen wir hier in den Basaltgraben nochmal zurückkehren. Sobald wir die Waldanlage erkundet haben oder erreicht haben erst einmal. Nun gut, wir müssen uns erstmal mit dem Gallenschlund auseinandersetzen. So, wir haben dann wohl rechts und links irgendwas, was wir machen können. Mal gucken, ob der weiter schläft. Ja, da können wir uns irgendwas rausziehen. Und dann machen wir das doch mal. Jetzt wird der wach. Gucken, ob wir das hier zerschneiden können. Ah, jetzt hat er uns getroffen. Ist ja irgendwie klar. Gut, ich glaube, mit dem Geschäft hier bei uns einfach. Dann ist das vielleicht besser. Wenn die Zeit verlangsamt ist, dann nutzen wir das auch gleich mal. Und versuchen, den Klammer auszuschalten. Nehmen auch mal den Machtangriff. Springen wir mal aus dem Weg. Springen wir nochmal aus dem Weg, dann nehmen wir einen Stim. Jetzt macht er einen Spuckangriff. Wir nehmen nochmal die Machtfähigkeit dann gleich. Oh, was hat er denn jetzt hier ausgespuckt? Was war denn das für eine Kugel? Das sah ja sehr interessant aus. Ist das ein zusätzlicher Gegner? Sieht fast so aus. Okay, wir haben noch irgendwas anderes erledigt. Das versuchen wir mal jetzt zu erledigen, den Gallenschlund. Schöner Finisher. Und wir haben einen Fähigkeitenpunkt erhalten und BD kann hier etwas scannen. Und, was hast du gefunden? Ein Bramlik. Neuer Eintrag für unseren taktischen Leitfaden. Das ist das, was der Gallenschlund hier gerade ausgespuckt hat. Das sieht ja sehr interessant aus. Schauen wir mal, was dazu hier geschrieben steht. Nicht sonderlich aggressiv, aber die Berührung ist schmerzhaft. Schalte sie sicher aus der Ferne aus. Oder meide sie. Nähert man sich einem Bramlik, stellt er die Stacheln auf, die seinen gesamten kugelförmigen Körper bedecken und schreckt dadurch alle Bedrohung ab. Das hat ihm bei den Einheimischen den Spitznamen Stachler eingebracht. Er ist zwar leicht auszuschalten, lässt Fremde aber meist in Ruhe, wenn auch er in Ruhe gelassen wird. Naja, da hat man jetzt keine Wahl. Interessant. Bisschen, ja, erinnert der Bramlik an einen Kugelfisch. Gut, und den haben wir erstmal zerteilt. Na, das war ja nett. Schauen wir uns hier unten mal kurz um. Da hinten ist wieder dieser Surah-Druide.
Ich glaube nicht, dass das irgendwas, ja, macht, wenn wir den jetzt ein zweites Mal erledigen. Den Priorit-Klumpen haben wir ja schließlich schon gekriegt. Nee, der hat wohl keinen zweiten dabei. Gut, haben wir das mal ausgetestet. Wir nehmen an Stim. Ich bräuchte Hilfe, bitte. Und schauen uns hier mal weiter um. Gucken, vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Wir können ja mal die Säulen hier zerstören, ohne uns treffen zu lassen. BD kann wohl schon wieder irgendwas scannen. Das ist ja großartig. Was haben wir denn hier? Okay, ein bisschen Wasser. Na, mal sehen, was BD da gefunden hat. Gute Arbeit, BD. Neuer Datenbankeintrag, Gallenschlundbecken. Die Becken sind mit vulkanischem Schlamm gefüllt, der durch Risse tief unter der Oberfläche nach oben sprudelt. Gallenschlunden, die sich in diesem Becken ausruhen, werden von der Substanz bedeckt und es bildet sich eine Art zweite, schützende Haut. Diese ist den Basaltsäulen, die die Landschaft prägen, sehr ähnlich. Das erklärt wohl die starke Haut oder diese undurchdringliche Haut der Gallenschlunde. Na, das ist ja sehr interessant. Schön, dass wir den Eintrag noch gefunden haben. Gucken wir nochmal hier ganz kurz runter. Ah, da geht es noch weit runter. Das muss jetzt nicht sein. So, und ich würde sagen, wir machen mal damit weiter, dass wir hier mal die Säulen zerstören. Und wir haben noch ein Fels zerstört bei der Gegend. Vielleicht finden wir ja noch einen Priorit-Klumpen. Schauen wir mal. Nö, scheinbar nicht. Ich weiß nicht, wie uns das im Kampf hätte helfen sollen. Denke mal, das ist bloß... Oh ja, wäre mal verschwunden. Denke, das war bloß quasi so ein bisschen für Effekte, dass man da mit dem Lichtschwert arbeitet, was so ein bisschen was zusammenbricht. So, jetzt können wir uns hier wohl rausziehen. Das hat man ja schon gesehen. Und wir können nachaufklettern. Ach, das zieht sich auch hin. Und wir müssen wohl denn da drüben weiter. Machen wir das. Sehr schön, da sind bequemerweise Ranken dran. Und wir müssen wohl hier an die Wand. Das hatten wir ja schon auf der Karte gesehen. Großartig. Wir sind drüben. Und jetzt können wir uns mal nach dieser anderen Lithi-Ruine umschauen. Nach dem Gerücht müssen wir noch da rankommen. Da oben scheint eine zerstörte Brücke zu sein. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Wir schauen mal ganz kurz. Nicht zu erkennen. Ja, da oben ist auf jeden Fall ein Durchgang. Oder, nee, der führt nur nach oben. Ja, da ist die Brücke an der Stelle. Ja, dann kommt man wohl so dahin. Alles klar, dann müsste man wohl da lang. Nun, jetzt sind wir schon hier oben. Dann würde ich sagen, setzen wir den Weg mal vor. Denke mal, wir kommen dann zur Waldanlage. Schauen wir mal. Müsste dann wohl da lang gehen. Ja, dann also hier runter. Okay, wir rutschen nicht runter. Das ist schon mal gut. Und hier scheint es Mücken zu geben. Oha, was haben wir hier? Keine Ahnung, was das ist. Aber es sieht nicht wirklich sicher aus. Das sieht in der Tat nicht sicher aus. Was ist das denn? Sind das Insekten? Das hat auf jeden Fall wohl diesen Sturmtrupp leider dem hier kostet, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja sehr interessant. Jude, ich glaube, das sollte man meiden. Oh, da vorne scheint mehr davon zu sein. Leuchtet ja hübsch blau. Können wir damit irgendwas machen? Nee, macht Schub, macht Zug, macht nichts. Nun gut. Oh, kommen wir jetzt überhaupt vorbei? Bin da nicht unbedingt durch. Wenn wir nicht wissen, was das macht. Ja, das geht. Na, das ist ja sehr interessant. Okay, ich glaube, das sollte man meiden. Da ist schon wieder ein toter Sturmtrupp da. Nun gut, wir haben das gesehen. Und für uns jetzt wohl hier weiter. Und dann müssen wir wohl... Oha! Durch ein ganzes Feld davon. Das ist aber nicht schön. Ich denke, wir müssen dann die Plattform erreichen. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Nee, wir haben wohl hier rechts einen Weg. Alles klar. So, ja, zwei Wege. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Was wir hier machen können. Ah ja, ich denke, wir werden uns oben ranhängen können. Und dann da drüben an diesen Metallträger. Alles klar. Jetzt waren hier aber zwei Wege. Gucken wir mal ganz kurz. Hier kommen wir noch irgendwo hin. In eine Nische. Hier scheint es nicht zu geben. Gucken wir uns das mal an. Nee, wir können mal was machen. Eine Datendisk aus der Zeit der Hohen Republik. Ich wette, sie hätte Verwendung dafür. Ich bin gespannt, was uns das bei sie einbringt, wenn wir die Datendisk ihr geben. Na gut. War ja nicht zu sehen, dass hier eine lag. Gut versteckt. Ja, hier kommen wir auch nicht weiter. Also müssen wir wohl da oben wieder ran. Machen wir das. Und dann müssen wir wohl nach rechts. Ja, hier können wir uns fallen lassen. Und dann nach links. Ja, kein Problem. Großartig, dass wir hier so einen Metallträger haben. Oha, da haben wir weitere von diesem blauen Zeug. Das ist hier so schön. Aha, BD kann das jetzt wohl scannen. Das ist großartig. Dann erfahren wir wenigstens, was das ist, hoffe ich. Meinst du, die Substanz hat irgendwas mit der Anlage zu tun? Neuer Datenbankeintrag. Kobo-Staub. Hochgradig instabile Materie, die nur in diesem Sternsystem der Galaxis vorkommt. Ohne weitere Analyse
bleiben die Elemente dieser gasförmigen Substanz ein Mysterium. Das ist ja sehr interessant. Auf jeden Fall sehr faszinierend. Weiß nicht, dürfen wir dem zu nahe kommen? Aha, das sieht nicht gut aus. Ich kann kaum atmen. Alles klar. Beantwortet. Ich denke, das wird uns ersticken. Dem sollten wir also fernbleiben. Nun gut. Das ging ja noch gut. Na, schön. Oh, wir stecken hier irgendwie ein bisschen merkwürdig im Felsen. Sehr interessant. Okay, da würde ich sagen, das ist ein Bug. Eindeutig. Nun gut. So, und wir müssen wohl da lang. Also da auf diese Plattform springen. Und durch den Baum. Sehr hübsch. Staun, dass sich Kelda eine Stufe gerissen hat. Und da drüben müssen wir wohl einen Wandlauf machen. Ich möchte ganz kurz auf die Karte schauen. Wir müssen wohl einen Doppelwandlauf machen. Alles klar. Nicht, dass wir da in der Zeug reinfallen. Gerade hier sehen, dass das wohl, naja, ein erstickt. Das muss nun wohl genies sein. So, dann also darüber und dann wohl auf die andere Seite irgendwo. Man sieht überhaupt nichts. Das ist nicht so schön. Oha. Wir sind da tatsächlich hier reingefallen. Ja, war ein bisschen unschön da mit den Ranken. Wenn ihr seht, wo man hinspringt, ist das nicht ganz so schön. Oha, ich glaube, wir haben die Waldanlage erreicht. Beziehungsweise es dürfte nicht mehr weit sein. Gucken wir mal, ob wir schon einen Blick drauf werfen können. Das ist also das Werk von Centauri Cree. Wenn der Rest von Sis Geschichte stimmt, müsste der Schlüssel nach Tenalor hier irgendwo sein. Großartig, wir haben die Waldanlage erreicht und wir haben wohl vor uns auch direkt einen Meditationspunkt. Und wir haben Viva Rafgas. Sehr schön. Oh, und wir haben ganz viel von diesem Kobo-Staub da unten. Die können da einfach durchlaufen. Bin fast ein bisschen neidisch. Jetzt sind sie da hinten verschwunden. Abgang Bühne links, würde ich mal sagen. Und da unten ist eine Truhe. Okay, das sieht hier aber ziemlich groß aus. Naja, das wird mal wahrscheinlich eine alte Jedi-Trainingsanlage gewesen sein. Na, großartig. Gut, na dann würde ich sagen, wir mal runter zum Meditationspunkt. Springen wir mal runter und dann ruhen wir uns mal aus. Uns fehlen sowieso die Stims. Und wir haben jetzt hier auch den Meditationspunkt der Waldanlage entdeckt. Und ich würde sagen, für heute soll es erstmal gewesen sein. Kommt ja wie gerufen, dass hier ein Meditationspunkt ist. Okay, weiter geht's. Nein, das werden wir jetzt in der nächsten Folge machen. Oh, wir können uns noch was anschauen. Da würde ich auch sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Hier in der Waldanlage werden wir uns dann umschauen. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Bin erstmal sehr froh, dass wir die erreicht haben und uns hier durch den Basaltgraben gekämpft haben. Für heute, wie gesagt, war es das. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier dann mit Star Wars Jedi Survivor weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.